Hier also wurde Astronomiegeschichte geschrieben. Wissenschaftler in Hannover haben als Erste gesehen, was die Detektoren der Teamkollegen in den USA gemessen hatten. Die erste Gravitationswelle. Eine Sensation. Carsten Danzmann ist seit einem Vierteljahrhundert auf der Suche nach solchen Wellen. Wie hat er diesen historischen Moment erlebt? Ich war hier im Institut. So, ich habe es relativ schnell wie alle anderen dann auch gehört. Aber es hat einen nicht umgehauen, denn wir haben es ja alle nicht geglaubt. Das hat schon sehr lange gedauert, bis wir erkannt haben, was da gerade passiert war. Mit einem Apfel will Carsten Danzmann Gravitationswellen leicht verständlich erklären. In Einsteins Relativitätstheorie ist das ein eher kompliziertes Thema. Man muss sich nur auf zwei Dimensionen. Machen wir mal ein praktisches Experiment. Dies hier ist ein zweidimensionaler Raum, die Oberfläche dieses Teiches. Ich werde jetzt eine Gravitationswelle erzeugen. Achtung! Sehen Sie, wie sich die Kugelwelle nach außen ausbreitet? Genau das gleiche wie bei Gravitationswellen. Der Apfel hat eine Delle ins Wasser gemacht und die Delle hat sich dann ausgebreitet nach außen hin wie eine Welle. Und so ist das auch im Weltall. Die Delle im Weltall breitet sich aus. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Hier wird Messtechnik für Gravitationswellen entwickelt und getestet. Auch die Detektoren, mit denen die Forscher die erste Welle in den USA gemessen haben, sehen so aus. Nur noch größer. Warum hat es so lange gedauert, diese Wellen aufzuspüren? Die Grundidee ist ja eigentlich ganz einfach. Wie kann man Gravitationswellen nachweisen? Man muss messen, dass der Raum gequetscht und gedehnt wird. Und wie misst man, dass der Raum gequetscht wird? Indem man Längen misst. Man muss die Längen nur sehr, sehr genau messen. Denn der Raum wird nur sehr wenig gequetscht. Und diese Messtechnik, die Lasermesstechnik, die haben wir halt erst seit sehr wenigen Jahren zur Verfügung. In diesem Container befindet sich das Kernstück des Detektors. Diese Anlage schickt je einen Laserstrahl in jede der beiden langen Röhren in der Erde. Die Strahlen werden zurückgeworfen und dann übereinander gelegt. Eigentlich löschen sich deren Lichtwellen dabei aus. Wenn es aber flackert, könnte es eine Gravitationswelle gewesen sein. Da hinten um die Ecke, da nochmal um die Ecke. Sieht man, wie das Signal. Und so sieht es aus, das Signal der ersten Gravitationswelle. Nicht besonders aufregend. Carsten Danzmann sieht das ganz anders. Er findet sie wunderschön, wie von Einstein beschrieben. Hören kann man sie auch. Und das ist die Geschichte, die Linien und Töne dem Fachmann erzählen. Mehr als 1 Milliarde Lichtjahre von der Erde entfernt wirbelten zwei schwarze Löcher umeinander. Unvorstellbar schnell, mit 200.000 Kilometern pro Sekunde. Als sie verschmolzen, setzten sie 50 Mal mehr Energie frei als das gesamte Universum in diesem Moment. Noch verblüffender ist es, dass dieses gewaltigste Ereignis, was die Menschheit jemals detektiert hat, absolut dunkel war. Es gab 20 Kampagnen zur Nachverfolgung mit dem Versuch, dieses Signal im optischen Spektralbereich mit Radiowellen, mit Röntgenstrahlung, mit Gammastrahlung, mit Mikrowellen, wo auch immer, zu finden. Und nichts. Kein Teleskop hat die verschmelzenden schwarzen Löcher gesehen. Wer weiß, was sich mit Gravitationswellen noch über das Universum erfahren lässt. Mehr als 99% des Weltalls, sagt der Physiker, sind dunkel. Deshalb bauen die Forscher noch empfindlichere Detektoren, um noch tiefer in die Dunkelheit hineinzuhören. Sie arbeiten sogar an einer Weltraummission. Die soll aus 3 Satelliten bestehen, die sich über Millionen Kilometer Entfernung Laserstrahlen zuschicken, um den Abstand zueinander genau zu bestimmen. Damit, sagt Carsten Danzmann, werden wir die schwarzen Löcher im gesamten Weltall hören. Und vielleicht sogar die Gravitationswellen vom Urknall, der Geburt des Universums. Wieso interessieren sich viele Forscher gerade für diese Wellen? Zu wissen, wie alles mal entstanden ist, wo es herkam. Vielleicht schafft das Sicherheit, ich weiß es nicht. Es scheint dem Menschen eingebaut zu sein, das wissen zu wollen.
So ähnlich wie Ahnenforschung. Das ist auch zu nichts gut oder nicht so richtig. Und trotzdem wollen die meisten Menschen wissen, wer die Vorfahren waren, was die getrieben haben, wo sie herkamen. So, das ist kosmische Ahnenforschung, nach dem Urknall zu suchen. Bis sie dem Urknall nachforschen können, müssen die Physiker noch einen langen Weg gehen. 2028 kann der Weltraumdetektor, den sie dafür entwickeln, vielleicht in Betrieb gehen. Wir haben uns für total wasserdurchlässig entschieden. Und das Einfachste ist dann, zwei Spundwände zu rammen, wie im Keimauerbau, und oben eine Wellblechabdeckung drüber zu legen.